Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Play Fallout 4. Ja. In der letzten Folge haben wir das Institut verlassen und Dr. Madison Lee wieder dazu überredet, sich der Bruderschaft anzuschließen. Ich teleportiere mich gerade zur Red Rocket Raststätte und ja, ich habe ja auch eine Quest, die heißt hier, ich soll Preston Bescheid geben, also ja, deswegen. Okay, der hat mich aber nicht angesprochen. Weil wenn er mich Ja, angesprochen ich hätte, dann hätte erinnere ich schon mich. die Aufnahme starten müssen. Also was. Und das wäre dann ein bisschen doof. So, jetzt tun wir erstmal ein paar Sachen hier einlagern. Das Plasmagewehr tun wir erstmal wegpacken. Da tue ich erstmal offscreen. Gucken, ob ich das irgendwie stärker machen kann. Das hier werde ich auch verstärken. Also ich werde, was heißt hier verstärken? Ich werde ganzen. Die Dinger muss ich unbedingt mal loswerden. Werd einfach nur die ganzen Mods von meinen vorherigen Dingern auf die neuen übertragen. Charisma. Ich trage auch gar keine Klamotten mehr hier, die mein Charisma und also was erhöhen, weil ich habe keinen Bock, jedes Mal alles zu wechseln. Tut irgendwie für mehr Verwirrung sorgen, als es mir eigentlich hilft. Deswegen, ja. Was war das? So, ich hatte ja keine Zeit beim letzten Mal hier meine ganzen Sachen abzulegen und ein bisschen zu ordnen oder ausgehen, irgendwas zu machen, weil ich ja im Institut war und es noch nicht irgendwie da raus geschafft habe. So, das sieht auch gut aus. Jetzt machen wir mal ein paar davon weg. So, jetzt bin ich wieder schön leicht. Du vielleicht auch. Fällt mir Niemand ein. kann das sagen. Kann ich ja gleich mal mein Helm ein bisschen verbessern, falls das geht. Weg, Nick. Nette Ausstattung. Sowas hätte Oh, ich in Alter, der die Klappe! Agentur auch gerne. Poliert. Ist schon so stark. Ultra leicht blau. Ich tue eigentlich alle Klamotten gleich irgendwie skillen. Ich tue immer ultra leicht blau machen, weil es sorgt dafür, dass meine Sachen. Also das Gewicht dieser Sachen niedriger ist. Ja, ist irgendwie nur die Hälfte von dem Gewicht. Und da ich die Sachen ja immer trage, nehme ich mal an, ist das irgendwie die beste Wahl. So, was haben wir noch? Nein, ich kann das nicht machen. Oh, Gussharz. Das kann ich auch noch verbessern. Und mein Helm, Nanofaser, ist auch schon so stark wie möglich. Okay. Immer das hier. Wo kommst du her? Hey, was willst du? Was hast du auf dem Herzen? Immer noch nicht. Also ich bin dabei. Alter! Wer wagt es hier, meine Basis anzugreifen? Wer wagt es? Hallo? Was ist passiert? Ladebericht. Okay. Wir haben vier super Mutanten töten. Warte, wie ging das nochmal? Oh, da ist so ein Selbstmord-Typ gewesen. Okay, mit dem möchte ich noch nicht reden. Er gibt mir halt erstens wieder alle möglichen Nebenquests und zweitens will ich die Mission noch nicht fortsetzen. Deine Power-Armor sieht voll dick aus. Was ist das für eine? Dreh ich mal zu mir um. T60, okay. Sieht viel dicker aus. So, ich möchte nämlich als erstes hier dem Virgil das Serum bringen. Oh mein Gott, der ist ein Supermutant. Ich hoffe, dann geht nicht auf den los. Der Breitzer, dass die Antwort auf die Frage, würde es Spaß machen, rumzulaufen, Leute mit einer tragbaren Schiffskanone umzunieten? Ja, das würde es. Muss ich auch mal irgendwann benutzen, den Breitseiter. Aber ich weiß nicht, wie man an Munition da kommt. Ich glaube, Kanonenkugel kann ich mir sogar herstellen, irgendwie. Mal gucken, weil. Aber der ist nicht so stark wie ein Raketenwerfer und so, das ist das Problem.
So, was geht? Obwohl, ich glaube, wenn ich dem das Serum gebe, wird er nicht zustimmen. Aber mal schauen. Sitze und diene. Entschuldigung? Gut. Schön, dass der Transmitter dich nicht komplett verdampft hat. Hat es. Aber ich habe mich zusammengerissen. Das hast du Ja, ich bin bestimmt. gestern gestorben, aber jetzt geht mir Also, wieder was besser. ist mit dem Serum? Hast du es gefunden? Kann es nicht finden, okay. Ja, hier ist es. Das ist es. Das ist es wirklich. Ganz hat das nicht gefallen, du rassistischer Sack, du. Mal sehen. Mal sehen. Das Retrovirus ist gut gereift. Der Dichtegradient ist hoch. Rekombinante Gegenintronsequenzen sehen Diese giftigen stabil Dämpfe sind aus. ziemlich abstoßend. Transkriptive Exonstränge haben sich gebildet. Hat die reverse Transkriptase die Nukleotidsynthese überlebt? Sehr gute Frage. Ja, Das wollte ich auch erlebt hat sagen, ja. sie. Ich bin ein Professor Faszinierend. hier. Oh, sollte das ein Witz sein? Ah, es wird Zeit. Es gibt nur eine Möglichkeit. Einfach riskieren, oder was? In Ordnung. Los geht's. Und jetzt warten wir. Okay. Wie lange wird es dauern? Ich weiß nicht. So etwas wurde noch niemals versucht. Ich werde mich ausruhen. Komm in ein paar Tagen wieder, vielleicht in einer Woche. Dann sieht Dann er auf werden wir einmal sehen. aus Auf wie jeden Fall sonst, hast du wie deinen früher, Teil ne? der Abmachung eingehalten. Danke. Kein Ding. Was ist das? Mein Gott. Sitze und diene. Ich tue einen Supermutanten in einen Menschen zurückverwandeln und denen gefällt das nicht, ey. Meine Güte, wie kann man nur so rassistisch sein? So. Dann muss ich das Ding hier abgeben, das Holoband, was ich benutzt habe, um das Institut auszuspionieren. Yay. das ist bei diesen einen Typen, bei dem ich die technischen Dokumente abgeben muss. Also ja. Gehen wir erstmal, ja. Warte mal, jetzt habe ich mich, jetzt habe ich mich zum Exten hin teleportiert, ne? Egal. Möchte mir am stärksten verstrahlte Bereich im gesamten Commonwealth. Den großen Messerschutz verbessert. Okay. Ach, okay, da ist die Atombombe eingeschlagen. Okay. Gut zu wissen. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Klamotte. Was nur nicht wo. Aus Fallout, glaube ich. So, okay, dann gehen wir eben hier hin erst. Meiner Erfahrung nach finden Großmäuler und Wichtigtuer ihr Ende in einem Begräbnis mit geschlossener Sarg. Oder bist du Inskrambad? Proktor Inskrambad? Ja, okay, wird auch eher Sinn machen, aber. Hä? Ingram? Ingram, was? Weil die technischen Dokumente muss ich doch an den einen hier geben. Was? Hier ist das Holoband, Proktor. Ich hoffe, die Daten auf dem Ding waren es wert. Danke. Weißt du, es ist schön, dich gesund und munter wiederzusehen. Ich war nicht ganz sicher, was der Fänger mit dir anstellen wird. Du hattest nicht erwartet, dass ich das überlebe? Ein Gerät wie der Signalfänger geht weit über meinen Horizont hinaus. Ich hatte gehofft, dass du es schaffst, aber es fällt mir schwer, auf Technologie zu vertrauen, die ich nicht verstehe. Wo wir gerade von Technologie sprechen, die ich nicht verstehe. Ich bringe das Holoband zu Proctor Quinlan. Ich bin so gespannt, was da drauf ist. Was hoffst du darauf zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Bevor wir jetzt voreilige Schlüsse ziehen, sollten wir abwarten, was Quinlans Gelehrte herausfinden können. Ich bin sicher, dass das Institut seine gesamten Daten stark verschlüsselt. Es wird also eine Weile dauern, den Code zu knacken. Danach werden wir sehen, was wir hier haben. Wer weiß, was wir da von ihrem Hauptrechner geholt haben.
In der Zwischenzeit solltest du deine Aufgabe erfüllen, Dr. Lee zu rekrutieren. Wenn ich mich nicht irre, hat ihr ältester Maxon alle nötigen Einzelheiten erklärt. Viel Glück. Ich bin da reingegangen und einfach wieder raus. Ja, immer mehr XP. Den ich noch nicht weiß, weil ich da anzeigt das Glied, oder? Liebst du also? Hey, bin ich umrein? Was willst du? Immer noch nicht. Was meinst du? Ich würde jederzeit sterben, um einen meiner Brüder zu retten. Was meinst du? Ein Geniestreich, die Pritwin über den Flughafen zu parken. Einen besseren Ort kann ich mir nicht vorstellen. Was meinst du? Hoffentlich lebe ich lang genug, um zu erleben, wie die Bruderschaft des Kommandanten. Okay, machen wir nicht mehr damit weiter. Was denkst du über unsere Beziehung? Ich bin mir noch nicht sicher. Frag mich doch später nochmal. Was ist mit uns los? Warum? Das war's. Bestätige. Nee, tun wir nicht die unangeforderte Fortsetzung von diesem Gespräch hier machen. Was wir mal irgendwann auf der Pritwin angefangen haben. So. Dann gehen wir noch zu Dingens, zur Pritwin. Geben Maxon nötigen Informationen. Glaube ich, schlachtet er nicht alle im Institut ab, weil das möchte ich nicht. Noch nicht. Wer weiß. Die letzte Person, die einen Befehl. Das Schlimme ist hier, keine Fraktion ist irgendwie böse oder gut eigentlich. Deswegen macht es das so schwierig. Eine alte Sau. Ich habe Meldung bekommen, dass Dr. Lee zu uns zurückkehren wird. Was glauben Sie, wie kooperativ wird sie sein? Ich glaube, sie ist im Moment ziemlich durcheinander. Naja, egal. Mit der richtigen Motivation können wir sie sicher von unserer Sicht der Dinge überzeugen. Sobald Dr. Lee eintrifft, werden wir sie auf der Pritwin verhören. Sie stand 10 Jahre lang unter dem Einfluss des Instituts. Wir dürfen da kein Risiko eingehen. So, und jetzt zu anderen Dingen. Dank Ihrer erfolgreichen Aufklärung ist es jetzt an der Zeit, die nächste Phase der Operation zu starten. Ich möchte, dass Sie sich bei Proctor Ingram auf dem Flughafen melden. Sie arbeiten an einem Spezialprojekt, bei dem Ihre Fähigkeiten gefragt sind. Wieder einmal wissen Sie zu beeindrucken, Ritter. Wegtreten. Blablabla. Nein! Gibt's doch einfach nicht. Das Array wird noch immer von Streukungssignalen. Danke. Nix? Okay. Liberty Reprimed. Handelt es sich um das, an das, was ich denke, um was es sich handelt? Liberty Prime, da war doch dieser riesige Roboter aus Fallout 3, oder? Mit diesen geilen Sprüchen. Aber ich freue mich, dass wir hier draußen der mit Atombomben um sich geworfen hat. Geil. Warte mal noch, haben wir noch irgendwas, ja. Kann ich jetzt bei dir? Brauchst du was? Paladin. Was gibt's? Ich kann echt nichts. Das war's. Also gut. Wann kann ich diese Mission endlich mal fortsetzen? Abgehen, das nervt mich. Ein langer Weg vor uns. Ja, so was machen wir erstmal hier vom Pause und machen hier das weiter. Scheint mir auch eine oder 15 Missionen zu sein, aber irgendwie habe ich nicht so das Gefühl, erst von der Railroad, oder? Aufgepasst. Du zeigst wohin, ich schieße. Ja. Spring ich da runter. Wir sollten getrennte Wege gehen. Ich sag es dir ganz offen. Ich finde die Entscheidung dumm. Aber es ist deine. Komm lebendig zurück, Soldat. Dann holen wir uns. Weiß ich. Aber sprech mal mit Preston Garvey. Warum nicht? Guck ich an, ne? So wenig Erfahrungspunkte. Giftstachel, Fahnschuss. Gegen mich ist das immer sehr effektiv. Weil ich möchte jetzt nicht unbedingt Dunce in meiner Truppe haben, wenn ich Preston sage, ja, übrigens, ne? Wir wissen ja was über das Institut, ne? Und je höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich legendäre Gegner begegne. Ich weiß. Danke. Oh, ich glaube, ich bin dann, ja, 45 Stück da.
Dann bin ich ja Level 45 und müsste ich ja, glaube ich, noch eine Waffe irgendwie so ein Perk, glaube ich, wieder hochleveln können. Ich weiß noch nicht mehr welches. So. Weil ich weiß bei, das gehört, glaube ich, zur Railroad. Nehmen wir mal Deacon mit, wenn ich ihn finde. Ich habe so viele Daten über den Weg. Oder Klee. Gut, dass du bei der Railroad bist. Wenn man bedenkt, dass Desdemona dich fast weggejagt hat. Mein Ohr. Ja, nein, hier geblieben. Entschuldigung, willst du mich wieder dabei haben? Ich muss zugeben, es war ziemlich ruhig ohne dich. Also legen wir los. Also, ich bin bereit. Alles klar. Irgendwie schon sehr lange her, dass ich einige meiner Gefährten irgendwie zum maximalen Dings gebracht habe. Maximalen Freundschaftsstufe. So, gehen wir mal den Bürgermeister Unterschlupf. Ah, die Ausdauerwackelpuppe. Habe ich die schon? Nee, ne? Deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Okay. Gut, dann gehen wir mal zum Masspike. Na, Waffen sind noch in Ordnung, so, ne? Ja, mal. Wir haben jetzt ein paar genug Story erstmal gemacht, dann können wir ja wieder ein bisschen rumeiern hier. Was ist denn hier zum Beispiel? Da schon drin, ne? Ich glaube ja, ne? Keine Ahnung. Ist ja nur bestimmt 50 Parts oder so, ja. Scheint aber auch gar nichts zu sein. Okay. Das wäre es auch noch, wenn ich so einen Panzer fahren könnte. Ich hoffe, ich kann ausgehen dann einfach so. Meine Haare. Ich hoffe, ich kann dann einfach so wieder ins Institut reingehen. Vielleicht die ganzen Sachen noch kaufen, die ich noch nicht hatte. Hallo. Also. Mich auf den Arm nehmen. Was ist gut denn? Oh, gratis Power Rüstung. Ja, Deacon, wie du sagst jetzt irgendwas Krummes, ne? Okay, rein da. Geil. Okay. Wir haben eine gratis Power-Rüstung bekommen. Immer wieder sehr, sehr dankbar für. Das ist ja, dass ich die meisten Power-Rüstungen immer nur an Orten finde, die nicht auf der Karte verzeichnet sind. Aber er hat sogar eine Helmlampe aktiviert. Okay. Was jetzt irgendwie komisch ist. Der Helm sieht so vollkommen anders aus wie der Rest. Was ehrlich gesagt nicht beim zum ersten Mal so ist. Aber wir haben noch einige Orte hier. Hey, wenn ich eine Power-Rüstung finde, dann laufe ich schon damit rum, okay. Wahrscheinlich werde ich aber im nächsten Part nicht mehr damit rumlaufen. Aber mal schon. Aber mal schauen.
wahrscheinlich kriege ich hier gar kein Level ab. Ich werde einfach mal auf Screen bei meinen Skills nachgucken, weil ich als nächstes skille, und dann gucken wir mal, was ich hochlevel. Ja, war schon da, ich habe irgendwas gehört. Blitzer, was? Aber die sind doch immer nackt. Okay, wir haben ein Level ab. Gucken wir mal. Kann ich irgendwas als Level? Ne, 46. Leck mich. So, du kannst jetzt 500 Kronkorken investieren, um den Geldvorrat eines Ladens zu erhöhen. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht für einige Läden. Ja, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ja, okay, weiß ich nicht. Warte mal, habe ich nicht Beweglichkeit aufgelevelt? Ne, da habe ich schon noch 4. Okay. Ja, wo ist nochmal die Fähigkeit mit den perforierten Sachen? Langsam wird es nämlich echt schwierig hier, weil ich auswählen soll. Die ganzen geilen Sachen sind immer so weit unten. Das heißt, ich muss hier Punkte in die ganzen Sachen hier investieren. Robotik-Experte. Ein Roboter-Experte, erhältst du Chance ein, um auszuschalten. Strahlungshaft, 50% mehr Schaden. Fusionskerne erhalten, zusätzlich 25% länger. Das brauche ich nicht. Ninja ist nicht schlecht. Ja, Mantium-Skill, das ist irgendwie nutzlos. Lady Killer. Brauchen allein 5% mehr Schaden. Ich glaube, ich nehme irgendein Attribut. Ich muss langsam hier gucken. Vielleicht sollte ich Intelligenz nehmen, weil dann kriege ich mehr Erfahrungspunkte. Das ist bestimmt früher ein bisschen hilfreicher. 1, 2, 3, 4, 5, 6 habe ich, ne? Was brauche ich denn intelligenzmäßig? Das hier wäre zum Beispiel gut. Fusionskerne halten 25% länger, würde ich auch öfter benutzen. Oder Nerdwut. Das ist natürlich auch gut. Ich will eher mehr so auf die Skills gucken. Na egal. Gehen wir auf Intelligenz für mehr Erfahrungspunkte. Je früher ich das nehme, desto besser wert eigentlich. Okay, Level 45 ist jetzt nicht früh, aber ich will auf die Skills konzentrieren. Mittlerweile habe ich ja auch keine Skills mehr, die ich hochleveln werde. Ja, ich muss offscreen einigen meiner Siedlungen wahrscheinlich unterstützen. Aber noch mehr von diesen Viechern. Da geben wir jetzt 50 Erfahrungspunkte oder so, das wäre am besten. Oder 20? Habe ich schon ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Wenn es nur ein Erfahrungspunkt oder so ist. Ich sollte mit meiner tonnenschweren Torrüstung vielleicht nicht auf so ein Auto drauf steigen. Explodiert dann volle Möhre oder so. Geld verdienen. Wow, viele Zigarettenschachteln. Ja, viele Zigarettenschachteln. Automaten meinte ich. Viel zum Verkaufen. Im Institut. Sieht aber so aus, als wäre hier irgendjemand gewesen. Militär. Stützpunkt oder irgendwie sowas. Versuch mal wesentlich den Ort hier noch zu finden. Ich frage mich, ob die Erfahrungspunkte
also Intelligenz ja auf die Erfahrungspunkte von Questabschlüssen oder so auswirkt, weil ich krieg, glaube ich, oder wenn ich neue Orte entdecke, ich krieg, glaube ich, 50 Erfahrungspunkte jetzt, wenn ich neue Orte entdecke, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt bekomme. Oh. Okay. Ja, Green. Hey, hier drüben. Face hier hin, auf die Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen. Jetzt noch nicht. Hey, komm her. Ich würde sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Wo ist meine Maus? Da. Tschüss.